Schönen guten Abend, Hardy Brotmann, Redaktionsleiter vom Rhein-Neckar-Blog in Mannheim, von der Terrasse des Hotels Hohenzoller in Bad Neuenahr-Ahrweiler, gehören Sie, glaube ich, vielleicht auch zu Pforzheim, habe ich noch nicht so genau rausbekommen. Mein Tag hat heute um 8 Uhr begonnen, relativ spät, weil ich auch bis spät in die Nacht gearbeitet habe. Dann bin ich mit einem vom Miraman Wallenheim gesponserten Fahrzeug hierher gefahren. Habe vorher noch ein paar Dinge für mich erledigen müssen. Bin um 13:45 Uhr hier angekommen. Direkt in die Pressekonferenz des Krisenstabs gegangen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Warum? Vergangene Woche war ich schon mal an zwei Tagen, also jeweils 250 Kilometer hin, 250 zurück, Eindrücke vor Ort, Berichterstattung hier und war auch am Freitag auf der Pressekonferenz. Es waren mindestens ein Dutzend, eher mehr Medien da, viele Kameras. Und dann komme ich in diesen Raum und da steht eine Kamera von RTL NTV. Ja, da habe ich mich daneben gestellt, meine Kamera installiert, in dem Fall ein Handy. Ich habe ein Facebook-Video probiert, das ist schiefgegangen. War mein erstes, ich lerne, ich kriege das hin. Damit habe ich mich bislang in der Form noch nicht beschäftigt, aber keine Sorge, das wird. Also, um es zusammenzufassen. Bei der Pressekonferenz, an der ein Oberst, die Polizei, der Einsatzleiter und vor allem der Präsident des der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Thomas Linnertz teilgenommen haben, also vier wichtige Personen, die man zu 4 Wochen nach der Katastrophe im Ahrtal mit Fragen löchern konnte, haben genau RTL, NTV und das Rhein-Neckar-Blog.de aus Mannheim wahrgenommen. Sonst war da niemand. Ich habe dann später über Gespräche erfahren, dass offensichtlich, ich konnte es nicht verfolgen, weil ich war unterwegs, einige Medien Informationen aus dieser Pressekonferenz übernommen haben, natürlich ohne Nennung der Hintergründe, ohne Nennung des Rhein-Neckar-Blogs oder meines Namens, ist alles nicht wichtig. Früher war das mal anständig, dass man Kollegen benannt hat, ist es schon lange nicht mehr. Tatsache ist, die Pressekonferenz hat etwa 32 Minuten gedauert. Tatsache ist auch, dass über die Hälfte der Zeit Inhalte durch meine Fragen gestaltet wurden. Ich habe gefragt, Herr Linnertz, der Polizeisprecher, die anderen beiden haben sich, glaube ich, nicht geäußert, haben lang und ausführlich Informationen, die ich angefragt habe, gegeben. RTL interessierte sich für eine Mückenplage. Ich habe andere Fragen gestellt und ich stelle mir langsam die Frage, was ist eigentlich mit diesem Journalismus in Deutschland los? Ich bin ein sehr erfahrener Journalist mit 30 Jahren Berufserfahrung. Ich bin, das gebe ich offen und ehrlich zu, vollständig überfordert mit dieser Situation. Nein, Achtung. Ich bin mit der Themenvielfalt überfordert, als dass ich sage, da müssen eigentlich große Redaktionen dran. Es gibt so viele Themen, die derart komplex sind,
dass ein Einzelkämpfer wie ich die nicht lösen kann. Ich gebe mir trotzdem erhebliche Mühe, das zu tun, wie man heute auf der Pressekonferenz gesehen hat. Da stelle ich Fragen, die liegen so auf der Hand, die stelle ich aus der Hüfte, ohne großartig investigative Recherchen gemacht haben zu müssen. Das sind einfach Fragen, die sind wichtig. Das sind Fragen, die stellen sich von selbst. Man muss sie halt nur stellen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben, wie allgemein bekannt, durch das Bundesverfassungsgericht gerade eine Gebührenerhöhung bestätigt bekommen. Wofür? Die waren nicht da. Die haben noch nicht mal eine E-Mail geschrieben, um Fragen vorlesen zu lassen. Aber zig Medien haben diese Pressekonferenz, die bei mir verunglückt, da entschuldige ich mich nochmal, das wird technisch besser werden, von der Polizei, vielen Dank dafür, dass das so transparent gehandhabt wird, finde ich gut. Ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut und habe festgestellt, dass die Hälfte der Pressekonferenz durch meine Fragen und dann die Antworten der Podiumsteilnehmer bestimmt worden ist. Das kann ich irgendwie nicht so richtig glauben. Kann es wirklich sein, dass wir vor 4 Wochen die größte Naturkatastrophe mit unfassbarem menschlichen Leid, das ist das Allerwesentlichste, die Frage, mussten diese Menschen sterben, die gestorben sind? Das wird ja mittlerweile auch ermittelt, durch die Staatsanwaltschaft Koblenz. Dazu kommen Milliardenschäden. Auch das habe ich ja nochmal nachgefragt, damit es einfach bestätigt gesagt wird. Man geht von mindestens 30 Milliarden Euro aus. Eine wunderbare Naturlandschaft oder Achtung, Kulturlandschaft. Das ist ja nicht nur Natur, sondern das sind kultivierte Weinberge, das sind gewachsene Gemeinden, Dörfer, die einfach wunderschön sind, zerstört wurden. Auch das ist wichtig, in unterschiedlicher Art und Weise. Es gibt Gemeinden, die sind einfach nur bis in den ersten Stock vollgelaufen, also unter Wasser gesetzt worden. Das kriegt man eher hin als die Teile, die von der Flutwelle, die die Kraft eines Tsunamis hatte, und wirklich alles zerrissen und zerstört hat, als in Anführungszeichen hätte eine Bombe eingeschlagen. Auch das ist was, was mich immer wieder ärgert. Und da erinnere ich mich an die Flutkatastrophe in Thailand. Da war ich zufällig vor Ort, habe dann 3 Wochen lang für Dutzende von Medien berichtet. Da stand tatsächlich ein ARD-Reporter am Strand von Patong und sagte, hier sieht es aus, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. So ein Dummschwätzer. Eine Atombombe entwickelt eine enorme Explosionsenergie und danach eine enorme Hitze. Das heißt, erst wird alles weggefegt und was vielleicht noch steht, verbrennt. Und danach hat man eine Mondlandschaft, Schwarzkrater. Das war aber nicht der Fall. Sondern das Schadensbild damals in Thailand ist eigentlich vergleichbar mit dem, was ich jetzt hier im Ahrtal sehen kann. Unterspülung, Zerschmetterung, einfach Geröllablagerung, ein unglaublich enormer Schaden. Aber selbst Bomben erzeugen sowas nicht. Das sieht anders aus. Also, liebe Kollegen bei anderen Medien, hört auf mit solchen falschen Bildern, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen und die nur
verwendet werden, um möglichst zu dramatisieren, zu emotionalisieren und nicht zu informieren, sondern Show zu machen. Ich bin jetzt gestern am Donnerstag hier eingetroffen. Vielen Dank an das Miramar in Weinheim, wunderschönes Familien- und Freizeitbad, das nenne ich explizit, weil sie mich unterstützen. Die haben mir einen Kastenwagen geliehen, da habe ich mein Motorrad reingepackt und meine Klamotten. Bin hierher gefahren, war heute auf meinem Motorrad unterwegs. Clevere Idee, weil ich komme an jedem Stau vorbei, ich kann überall anhalten, ich brauche keinen Parkplatz, aber krass, ich habe einen Klapphelm, mit dem fahre ich gerne offen, weil ich dann mehr sehe. Ich klappe den ständig runter, weil sobald irgendein Fahrzeug vor mir auf der Straße ist, kriege ich eine Staublawine ab. Das ist, als würde ich irgendwie Paris-Dakar fahren oder so. Ich fahre seit 37 Jahren Motorrad, ich habe Enduro-Erfahrung. Das ist krass. Auf der heutigen Pressekonferenz habe ich Herrn Linnertz gefragt, ob er ausschließen kann, ob der Staub kontaminiert möglicherweise ein Gesundheitsrisiko darstellt. Und er beantwortete die Frage korrekt mit Nein, das könne er nicht ausschließen. Was schließe ich jetzt daraus? Alle Feuerwehrmitglieder, alle THW-Mitglieder, alle Bundeswehrsoldaten, alle Anwohner, alle freiwilligen privaten zivilen Helfer, alle Unternehmer, die in diesem Tal arbeiten, und das sind Tausende von Menschen, sind möglicherweise gesundheitlich gefährdet. Ist das angekommen? Herr Linnertz kann eine Gesundheitsgefahr aktuell nicht ausschließen, hat allerdings keinerlei Informationen, das habe ich auch gefragt, welche Kontamination eigentlich vorliegt. Sorry, wenn ich nicht ganz so konzentriert bin, aber ich bin, wie viele Stunden sind es jetzt, es ist halb eins, seit 16,5 Stunden hier am Arbeiten, habe 250 Kilometer Reise hinter mir, bin mit dem Motorrad durch die Gegend gedüst und ich bin zwar ein harter Kerl, aber das kostet auch schon ein bisschen Energie. Ich glaube, ich kriege es aber noch ganz gut hin. Herr Linnertz kann also eine Gesundheitsgefährdung für all diese Menschen in diesem Tal nicht ausschließen. Es liegen noch keine relevanten Informationen vor, wie die Belastung dieses Staubs, des Schlamms und allem, was hier so rumliegt, überhaupt eingeordnet werden kann. Also jetzt mal ganz persönlich gefragt, bin ich eigentlich bescheuert, dass ich mich hier aufhalte und nicht weiß, was das für persönliche Gefahren für mich bedeuten kann? Also ich gebe zu, meine SR, die ich liebe, also mein Motorrad, die könnte ich ein bisschen mehr pflegen, die habe ich etwas vernachlässigt, aber nach einem Tag hier sieht die aus, als wäre ich eine Etappe Paris-Dakar gefahren. Ja? Völlig verstaubt, da ist alles zu. Mein Tankrucksack sieht aus wie Hölle. Und dabei war heute noch gar nicht mal so ein schlimmer Tag. Das könnte auch ganz, also ich stelle mir jetzt noch Regen und Matsch und abwechselnd Sonne vor. Dann sieht das aus wie die anderen Fahrzeuge, die ich hier sehe, die alle katastrophal aussehen. Übrigens an dieser Stelle, damit es
Es gibt ja so Framer wie Report Mainz, Monitor, und diese ganzen Magazine, die nichts Besseres zu tun haben, anstatt gescheite Fragen zu stellen, auszurufen, oh, Flut der ja, so Querdenker, Rechten und so weiter, die hier ankommen. Ich bin überzeugt davon, dass hier Querdenker ankommen. Ich bin überzeugt davon, dass auch rechte Populisten, genauso wie kommunistische Populisten, versuchen, hier Kapital aus der Lage zu schlagen. Aber das ist nicht das Problem. Die paar Spinner fallen hier nicht auf, die sind kein Thema, außer bei Report Mainz, Monitor und den anderen gebührengepimpten Medien. Ich mag hier nicht in eine Medienschelte abgleiten, obwohl es ein wichtiges Thema ist. Siehe Pressekonferenz. RTL und Rhein-Neckar-Block alleine. Wie kann das sein? Geht's noch? Wie kann das sein? Lieber SWR, dein Sendegebiet, dass du gegen den WDR verteidigst, weil dein Sendegebiet. Es gibt so viele große Zeitungen, die berichten jeden Quatsch. Und hier hat es eine Megakatastrophe gegeben. Hier sind so viele Fragen offen, was diese Umweltverschmutzung angeht. Und zwar nicht nur im betroffenen Tal der Überschwemmung, sondern das Zeug, was möglicherweise problematisch ist, fließt ja mit der A auch in andere Gebiete und wird mit der Luft in andere Gebiete übertragen. Ja, hier stellen sich so immense Fragen. Wir haben einige Mittelgebirge in Deutschland. Wir haben Überschwemmungsgebiete wie zum Beispiel der Raum Mannheim oder die Metropolregion, aus der ich komme, die mit historisch belegt mit extremen Hochwassern rechnen müssen. Und da stellen sich dringende Fragen, was kann man da tun, was wurde getan, was muss getan werden. Und das gilt in vielen Regionen Deutschlands. Also das, was dem Ahrtal hier passiert ist, ist etwas, was man als Anschauungsstück für andere Regionen sehr, 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 sehr genau prüfen sollte. Damit nicht woanders in einigen Jahren oder in einigen Monaten, vielleicht auch nächste Woche, ähnliche Schicksale zu beklagen sind, wie sie hier stattfinden. Mit völlig unnötigen Zerstörungen. Hier hätte so viel mehr gerettet werden können. Nicht alles. Außer man schaut auf das Jahr 1910 zurück, die letzte große, sehr große Flutkatastrophe hier. Danach gab es Pläne, wie man den Überschwemmungsschutz, den Hochwasserschutz ausbaut. Die verschwanden in der Schublade. Kein Mensch hat sich mehr darum gekümmert. Und jetzt haben wir dieses Desaster als Ergebnis. Da treibt es einem die Tränen in die Augen. Und niemand will verantwortlich sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, was hier passiert. Nochmal zu den offiziellen Kräften, die ja gar nicht so offiziell sind. Die einzigen, die offiziell sind, das ist die Bundeswehr. Das THW und die Feuerwehren sind ganz überwiegend ebenfalls Ehrenamtliche, Freiwillige. Die werden zwar offiziell geführt, aber nur weil sie in einer institutionalisierten Struktur stecken, sind es trotzdem private Helfer. Auch das muss man mal differenzieren. Und herzlichen Dank, großes Lob für die Arbeit, die ihr leistet, aber ihr werdet auch an den Rand eurer Fähigkeiten gebracht. Denn ihr seid keine Experten. Und die anderen, wie Lohnunternehmer und Bauunternehmer und Handwerker, die hier vor Ort tätig sind, das sind Experten in ihren Gebieten, die sind gewohnt, Probleme zu lösen und es sind Profis. Die machen jeden Tag irgendwo irgendwelche Baustellen.
Es gibt immer irgendwelche Probleme und die müssen gelöst werden. Da ist Zeitdruck da, da ist Rechnungsdruck da und so weiter und so fort. Also die sind täglich im Geschäft, Probleme zu lösen. Und genau die werden von der ADD und Herrn Linners überwiegend ignoriert. Sie kriegen mittlerweile hier und da mal ein Lob und ein Dankeschön für das, was sie machen. Aber sie werden hängen gelassen und diese ADD unternimmt nichts, wirklich nichts nach meinem Eindruck bisher, um da mal irgendwie eine Struktur reinzubringen. Ich habe heute nachgefragt, gibt es eigentlich irgendwie ein Portal, wo sich diese Dienstleister, das ist auch mein persönlicher Eindruck, von Herzen einsetzen und wirklich Hilfe leisten wollen, die aber an einem gewissen Punkt, und es gilt auch für mich, sich die Frage stellen, ich mache das jetzt mal deutlich, reiße ich mir weiter den Arsch auf und riskiere meine Existenz oder ziehe ich einfach ab? Mein Eindruck ist, es kommen hier immer wieder frische Kräfte an, die, die da waren, fahren dann auch mal nach Hause, weil es da auch Sachen zu tun gibt. Aber die kommen wieder. Wie geil ist das denn? Tolle Leute, was die hier leisten. Die aber untereinander sehr viel Anerkennung erfahren, auch durch die Bevölkerung, aber nicht durch institutionalisierte Kräfte, die aufgefordert sein müssen, endlich das zu tun, wofür sie da sind. Nämlich Strukturen herzustellen, die dieses Engagement schöpfen und nochmals mit mehr Wert ausstatten. Da werde ich mich jetzt die nächsten Tage hier sehr genau umschauen. Wie gesagt, meine Möglichkeiten sind endlich. Ich kann nicht alles machen, aber ich kann viel machen, ich kann viel anstoßen. Das hat man heute auch in der Pressekonferenz gesehen. Liebe Kollegen, vielen Dank. Ihr habt sie alle gesehen. Ihr habt meine Fragen gehört. Ihr habt meine Antworten benutzt. Und ihr habt mich kein einziges Mal erwähnt. Das ist unanständig. Ich habe das anders gelernt. Ich habe gelernt von sehr, sehr guten Kollegen, die haben mir einen Werkzeugkasten aufgemacht und haben gesagt, so geht Journalismus, so geht Recherche, so gehst du so ein Thema an, so das. Das habe ich auch anderen beigebracht. Ich halte es genauso transparent. Und dazu gehört, dass wenn jemand eine gute Arbeit leistet, die auch erwähnt wird, zumindest. Da habe ich noch kein Geld verdient, aber wenigstens hätte ich ein bisschen Ehre erfahren. Also das, was vielen von euch Kollegen ein völlig unbekanntes Wort ist. Ehre. Okay? Wie geht es morgen weiter? Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe hier zig E-Mails, Chat, Messenger und so weiter. Ich versuche auf alles zu antworten. Seht es mir bitte nach, wenn ich das nicht kann, weil das bindet mich administrativ enorm. Und ich bin kein Krisenstab mit 200 Leuten, die 24/7 alles geben. Sondern ich habe ein kleines Backoffice, bin hier vor Ort. Immer wenn ich, übrigens, um das auch mal klar zu machen, vor Ort zu sein, ist nicht immer die beste Methode, Journalismus zu machen. Auch das zur Entlastung der Kollegen, die heute nicht bei dieser Pressekonferenz waren. Weil vor Ort heißt, man sieht immer nur die Perspektive, die man vor Ort sieht. Was 100 Meter weiter passiert, kann man nicht mehr sehen, wenn dazwischendrin Häuser stehen oder irgendwas anderes. Wenn man nicht vor Ort ist, kann man sich viele Informationen heranziehen. Aber guter Journalismus, meine Erfahrung ist, man muss beides miteinander kombinieren. Informationsrecherche machen, viele Gespräche führen, aber dann auch Augen und Ohren und auch ein Gefühl und eine Nase und einen Mund.
vor Ort zu haben und das miteinander kombinieren. Das ist meine Form von Journalismus, deswegen bin ich hier. Ich versuche in der Zeit, die ich hier bin, so viel wie möglich im Wortsinn aufzusaugen. Das heißt, ich mache viele Video- und Fotoaufnahmen. Ich rede mit so vielen Menschen wie nur möglich. Ich fahre rum, ich mache mir selber ein Bild. Und das heißt, ich bin nicht nur an einem Ort, sondern ich bin sehr mobil, weil ich ja mein Motorrad dabei habe. Mit den Eindrücken fahre ich zurück nach Mannheim. Dort mache ich Recherchen und dann kommen, es gibt, wird Veröffentlichungen im Moment geben, gleich kommt ein Text von mir, aber dann kommen weitere Texte und dann kommen weitere Vorbereitungen, weil ich bestimmt nicht das letzte Mal hier war. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Menschen, die auch so lange Videos interessieren, manche interessieren sich ja nur für eine Schlagzeile, die dann möglichst wummig, emotional ist oder so. Das ist nicht meine Art von Journalismus. Ich mache Analysen, ich mache Recherchen, ich mache Investigationen, ich ordne ein. Ich bin dabei auch subjektiv, aber ich stelle es immer dar. Das ist mein Blick. Auf Basis meiner Informationen ist, was ich den Menschen zur Meinungsbildung anbiete. Was mich sehr freuen würde, ist, nicht ist, sondern sind Hinweise an mich, damit ich das administrativ besser hinbekomme. Habe ich kein Portal bauen lassen, sondern eine E-Mail-Adresse eingerichtet, atal@rhein-neckar-blog.de. Bitte dahin schreiben, wenn ich bin über jeden Hinweis dankbar. Ich antworte dann, wenn ich es für notwendig erhalte, also bitte nicht wundern, wenn ich nicht alles mit umfänglich beantworte, da fehlt mir die Zeit. Aber gerne Hinweise, gerne Gesprächspartner, Anonymität, wenn gewünscht, garantiere ich. Das nennt sich Quellenschutz im Journalismus. Ich bin seit 30 Jahren im Job. Ich habe einige sehr heiße Themen dabei gehabt, bei denen es mir nicht möglich war, trotz aller Tricks, und ich habe viele Tricks drauf, meine Quelle zu schützen, was bedeutet hätte, dass die Quelle des Journalistenjargon verbrannt wäre, was in der Konsequenz bedeutet, Leben werden zerstört. Job weg, Frau weg oder Mann weg, gesellschaftliche Anerkennung weg und so weiter und so fort. Durch sogenannte Whistleblower, also Pfeifenbläser, die einem Informationen stecken, die dann Skandale aufdecken. Diese Geschichten habe ich nicht gemacht, weil es mir nicht gelungen ist, Wege zu finden, diese Personen zu schützen. Dann habe ich lieber auf das viele Geld, das ich auch hätte verdienen können, und auf die Geschichten und auf Ruhm und Ehre, was ich für ein toller Journalist bin, verzichtet, weil ich gesagt habe, nein, das Thema ist wichtig, dann Informationen sind wertvoll, aber wenn man damit rausgeht, ist sein Leben zerstört. Es gibt da prominente Beispiele, Edward Snowden zum Beispiel, lebt im Exil, weil er als Whistleblower, als Quelle sich zum Staatsfeind gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm diese Story gemacht hätte oder ob ich was anderes gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte es anders gemacht, aber andere Geschichte. Ich würde mich sehr freuen, und das meine ich auch ernst, ich bettle niemals um Geld. Aber ich verdiene im Moment mit Journalismus kein nennenswertes Geld. Ich mache ihn weiter, also vor allem durch Corona. 90% meiner Werbeannahmen auf dem Rhein-Neckar-Blog sind perdu. Das wird auch über längere Zeit nicht besser werden. Ich mache trotzdem den Journalismus weiter, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich liebe den Beruf. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Menschen. Und ich habe große Sorgen, wenn der Journalismus sich weiter so negativ entwickelt, dass man immer nur Aufreger sucht, aber niemals in die Analysen geht. In die Hintergründe.
dass wir gesellschaftlich erhebliche Probleme bekommen, weil alle nur noch emotionalisiert, aufgeregt sind, gegeneinander ausgespielt werden und irgendwann kracht es dann. Und das kann eigentlich niemand wünschen. Also, wer sucht, der findet. Ich habe Links gesetzt. Ich habe auch ein paar hundert Euro über PayPal jetzt reinbekommen. Hier im Hotel Hohenzollern, die lassen mich die 3 Nächte für lau wohnen. Nach der Zuwendung kalkuliere ich für mich. Das Geld reicht nicht für meine Arbeit, aber die müssen auch leben und ich werde ihnen selbstverständlich ein Angebot machen, dass ich hier einen Teil der Hotelkosten ersetze und es weitergebe. Das ist einfach, ja, das gebietet meine Fairness. Neben dem Journalismus bin ich natürlich auch Geschäftsmann, weil ich biete Informationen, Aufmerksamkeit. Werbekunden können das nutzen, das ist das Geschäftsmodell. Ich biete Informationen, die lege ich hinter eine Bezahlschranke. Abonnenten können das nutzen, zahlen dafür geringe Beiträge und erhalten diese Informationen. Es ist ein Geben und Nehmen, ganz normal. Ja? Ich sehe, zu später Stunde sind noch einige wach. Seht es mir nach, ich bin hier auch erst am Üben. Und habe jetzt einfach mal freie Schnauze über den Tag heute, über Journalismus, über die Medienlandschaft, über das, was hier brennt, geredet. Habe die Kommentare nicht alle gelesen, ich lese sie mir nochmal durch. Sofern ich denke, dass ich was dazu beitragen kann, auch darauf antworten. Freue mich über eine Weiterempfehlung. Freue mich, wenn der YouTube-Kanal, da werden der größte Teil der Filme laufen, also Rhein-Neckar-Blog auf YouTube, entsprechend abonniert wird, um hier einfach Verbreitung zu erreichen, um Menschen zu erreichen, die vielleicht sagen, hey, ich habe hier auch noch sehr wesentliche Informationen. Mein Name ist Hardy Brotmann, ich bin 54 Jahre alt, jetzt ist es, wird mir auf dem Bildschirm nicht angezeigt, vermutlich so kurz vor 1. Ich stelle jetzt noch einen Text fertig. Fall dann müde ins Bett, hoffe, dass ich morgen früh früh rauskomme. Dann geht es wieder aufs Moped, ab durchs Tal, an verschiedene Orte. Was mich genau erwartet, weiß ich nicht. Ich versuche auch Termine mit Menschen zu machen, die was zu sagen und zu entscheiden haben. Ob das so hinhaut, weiß ich nicht. Die sind auch im Stress. Aber ich nehme hier sehr, sehr viel mit und auch für meinen nächsten Besuch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, eine gute Nacht und wir sehen uns.